Dienstagmorgen wird in Potsdam eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Der Blindgänger liegt nahe des Hauptbahnhofs. 10.000 Menschen müssen den Sperrkreis verlassen, die lange Brücke wird gesperrt und der Zugverkehr eingestellt. In der Innenstadt der Landeshauptstadt Potsdam wird am Dienstag ein Blindgänger entschärft. Die Fliegerbombe wurde in der Nähe des Hauptbahnhofes gefunden. Der Sperrkreis ist rund 800 Meter groß und umfasst zentrale Verkehrspunkte in der Innenstadt. Evakuierung nach Bombenfund. 3 Pflegeheime, 6 Kitas und 3 Schulen betroffen. Sicherheitskräfte errichteten am heutigen Montagvormittag, 2. Juli 2018, einen Sperrkreis von 800 Metern, nach dem Fund einer Bombe. Die betroffenen 10.000 Menschen sollten zuvor ihre Wohnungen verlassen. Bei der gefundenen Weltkriegsbombe handelt es sich um einen Blindgänger, der in etwa 3 Meter Tiefe im Nutepark am Hauptbahnhof gefunden wurde. Die Menschen im Sperrkreis um den Fundort in der Babelsberger Straße wurden aufgefordert, ihre Wohnungen bis 7:30 Uhr am Morgen zu verlassen.